offizieller Start für die Fahrrinnenanpassung der Elbe. Die seit Jahren erwartete Anpassung der Schifffahrtsrinne hat begonnen. In Anwesenheit von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Wir haben heute den Startschuss gegeben für wirklich was Historisches. Den Hamburger Hafen besser erreichbar machen, das ist das Ziel der Fahrrinnenanpassung. Der Ausbau ist ein Gemeinschaftsprojekt der Hamburg Port Authority und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Der Start der Baggerarbeiten auf der Elbe in Wedel, ein wichtiger Tag für den Hamburger Hafen. Denn künftig können auch größere Containerschiffe nach Hamburg kommen. Eine Maßnahme, die natürlich die Zukunftsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des Hamburger Hafens steigern soll. Wenn man sieht, dass aus Süddeutschland 2/3 der Produkte, die dort produziert werden im Maschinenbau und im Automobilsektor, hier in Hamburg verladen werden, dann heißt es, wir müssen natürlich leistungsfähiger werden, aber mit der Verantwortung für Klima, Umwelt und Schöpfung. Beeinträchtigungen der Umwelt durch den Ausbau werden durch umfangreiche ökologische Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. Die Fahrrinne, also der für die Seeschifffahrt genutzte Teil der Elbe, wird von Hamburg bis zur Elbmündung vertieft und an einigen Stellen verbreitert. Anders als bei allen vorherigen Vertiefungen der Elbfahrrinne gibt es diesmal ein umfangreiches Strombaukonzept, um die Tide-Energie zu dämpfen und damit größere Veränderungen der Strömung und der Wasserstände zu verhindern. Wir waren ja gehandicapt dadurch, dass wir die großen Containerschiffe nicht mehr so einfach in unseren Hafen bekommen haben. Und damit machen wir heute einen wesentlichen Schritt, nicht nur, dass wir vertiefen um 1 Meter, sondern ganz wichtig hier in dem Bereich Wedel, dass wir die Verbreiterung hinbekommen, also eine Begegnungsbox hier haben, sodass sich auch die Schiffe jetzt begegnen können, was in der Vergangenheit auch nur sehr schwer war. Und deswegen machen wir jetzt einen Riesenschritt. Die weltweite Schifffahrt sieht man, das Größenwachstum ist ungebrochen, die Schiffe werden größer, man muss sich darauf einstellen. Und die Besonderheit technisch ist natürlich, dass das ein Riesenvorhaben ist. Auf weit über 100 Kilometer die Elbe entsprechend anzupassen, ist nicht ohne. Das ist eine technisch hohe Herausforderung. Wir meinen aber, dass wir das alles in den Planungen, das alles gut hinbekommen und auch nautisch umsetzen werden. So dass ich hoffe, dass wir in nicht allzu langer Zeit nicht nur sagen, hey, jetzt geht's los, sondern hey, wir sind fertig.